So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Curious Expedition Alpha 3. Und im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich dachte, wir sind jetzt irgendwie wieder zum, das hat es irgendwie nicht gespeichert oder wir sind irgendwie, müssen wieder von vorne anfangen, war das ein kleiner Fehler, weil wir sind für den Report aus dem Spiel rausgesprungen auf eine Webseite. Und ja, als ich dann wieder zurückkam und die Aufnahme beendet habe, habe ich das hier vorgefunden. Das heißt, wir können dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das ist ganz wunderbar und deswegen drücken wir hier auf Continue Game Expedition Nummer 2. 74 Fame haben wir. So, und es steht uns eine Karte zur Verfügung. Ich hätte ja gerne irgendwas in der Wüste gemacht, aber das sieht hier auch nicht so aus, als wäre das hier Matschland, sondern Defiled Drylands könnte also auch relativ trocken werden. Es gibt ja nicht nur Wüsten, also hier da, wo so gelb ist, sondern auch noch andere Arten von Wüsten. Schauen wir mal, um was es sich hier handelt. A harsh and desolate area into which only experienced explorers should venture. Choose your next destination. Okay, und hier übrigens Safe and Exit kam dann. Gut, dann würde ich sagen, ja, das haben wir. Vielleicht hört ihr gerade auch die Glocken läuten. Der Kölner Dom läutet hier gerade und macht vermutlich gleich das Licht aus. Naja, Anti-Pegida und so weiter und so fort. Aber das hat hier nichts zu suchen. Das hier ist ein tolles Spiel und wir starten mal unsere zweite von fünf Expeditionen. Und wieder sind wir auf dem Schiff. Das ist vermutlich hier von unserer Hauptprotagonistin Freya Stark ihr Verkehrsmittel der Wahl. Ja, und los geht's. The air was fresh and tasted of salt as I arrived at the docks. The crew had preparations left to do, so there was some time left. A Scottish soldier offered to join our expedition. Schottische Soldaten sind mir sehr sympathisch, denn sie haben meistens einen sehr guten Geschmack, was Alkohol angeht. Sie trinken nämlich Whisky. Und deswegen werden wir den auf jeden Fall mitnehmen. Gar keine Frage. We could use another helping hand and welcomed the soldier in our track. Before our departure, someone approached me. He offered a map of the area we were headed to. Okay, und ich müsste jetzt dem in der Tat 74 anbieten. Nein. Ach so. So, 20. Ist das ein Bug? You offer 47. Jetzt offer ich 74. You want. Okay. Das war's. Nothing else happened. At last, our ship was able to embark. Was to embark. Okay, ja gut. Wir haben es einfach geschenkt, würde ich mal sagen. Nehmen wir mit, haben wir eine Karte. Alles gut. Was steht denn da? Map of Native Villages. Of Native Village. An old wrinkled up map. It contains the location of a native village. Amount 1 von 20. Unit value 14. Will be removed after expedition. Left click to use only when diary is closed. Right click to move all. Alright, okay. Dann würde ich sagen, purchasen wir mal unser Equipment. Wir haben 54 am Start. Das ist unser, okay, jetzt verstehe ich das. Die Karte hat uns was gekostet. Okay, wurde nur abgezogen, wir konnten nichts reinlegen. Ja, was nehmen wir denn mit? Wir nehmen auf jeden Fall eine Flasche Whisky mit. Das steht schon mal fest. Leider keine Munition am Start. Die müssen wir wahrscheinlich traden. Ich würde sogar noch eine Flasche Whisky nehmen. Das heißt, Seil haben wir eigentlich genug. Dann haben wir hier einen Wetterballon. A balloon to collect interesting scientific data. Finde ich sehr interessant. Und Butterfly Net. Damit bekommen wir auch Punkte. Und Chocolate Rations. Ich würde sagen, von jedem nehmen wir nochmal eins mit. Ballönchen, okay, geht nicht. Das geht auch nicht. Jo gut, dann müssen wir uns entscheiden, was wir mitnehmen. Ich würde jetzt mal sagen, Schokolade und Whisky, ziemlich wichtig. Vielleicht nehmen wir aber doch lieber das Butterfly Net mit. Und mit dessen Hilfe werden wir... Oder wisst ihr was? Butterfliegen finden wir die ganze Zeit. Wir nehmen mal den Wetterballon mit. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Und dann haben wir auch noch ein bisschen hier von unserem Fame übrig, dass wir vielleicht auch mit rüber retten können zur nächsten Mission. Wir müssen ja da auch ein bisschen haushalten. Die Missionen werden, glaube ich, auch immer ein bisschen schwerer. So, damit Deal. Und wir sind wieder im Himmel.
Dann lässt uns der Himmel nach unten fallen und es geht weiter. So, Drylands haben wir schon ein gutes Stückchen erkannt, aufgedeckt, als dass wir überhaupt erstmal uns in ihnen befinden. Und ja, was haben wir denn alles hier für Gegenden? Das sieht auch nach vier Gegenden aus. Genau, wunderbar. Können wir auch mal wieder rauszoomen und wieder rein. Und wie würde man jetzt diesen Wetterballon benutzen? Könnten wir den eigentlich sofort benutzen? Left click to use. Ah, okay. Schön. Hier könnte sich bereits die Pyramide befinden. Das wäre natürlich krass, wenn wir jetzt direkt dahin jumpen würden. Das machen wir jetzt auch. Bling! Wir haben was gefunden. Nämlich eine Steinstatue. Das ist doch schön. Das hat sich gelohnt. Die untersuchen wir natürlich auch mal. Oh, da muss auch nochmal ein Designer ran. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Wir befinden uns in der Alpha-3-Phase. So. We inspected the mysterious overgrown rock statue. The grotesque face, kann ich bestätigen, seemed to focus on us. Kann ich auch bestätigen. Its presence felt uncomfortable and we desired to move on. Gut. Ja, da haben wir uns eine schöne Statue ausgesucht. Das kann man immer mal machen. Und ich würde sagen, wir klettern jetzt mal hier auf den Berg und gucken uns mal diese wunderschönen Quellen an. Oh cool, das sieht das natürlich geil aus, wenn man hier so drüber läuft. Gibt so eine kleine Spur. Schön. Außerdem haben wir es gefunden. Henry's Glorious Petite Moth. Schön, eine kleine prächtige Motte haben wir gefunden. Und wir explorieren natürlich die Quellen. Our track stopped at Natural Hot Water Springs. The water tasted salty and steam rose from it. Very likely from geothermally heated groundwater. Komplizierte geothermale Begriff kann ich noch nicht so gut auf Englisch sagen. Verzeiht es mir bitte. Aber auf jeden Fall schmeckt das total gut, weil es voll die geile Quelle am Start ist. So, da werden wir natürlich auch mal über Nacht resten. Weil wir haben schon wieder die Hälfte unserer Energie verbraucht. Das geht wirklich ratzfatz. Und hoffentlich haut keiner von uns ab. Doch. Es ist natürlich wieder was passiert, nämlich Captain Henry Oliver hat eine Munition fallen lassen. Das ist natürlich so als Soldat nicht unbedingt ein Vorzeigeverhalten, aber was sollen wir machen? Wir schlafen mal. So, wir haben 3 Tage geschlafen, haben aber dafür 20 Sanity zurückbekommen. War ein ziemlich langer Schlaf, muss ich mal sagen. Mist lay heavy on the land as we woke to the next morning. Roger. Und wir lieben. Und machen uns auf zum Dorf der Eingeborenen. Da können wir eigentlich hier mal kurz bei diesen heißen Quellen vorbei. Ein Geysir. Ja, da kann man nicht viel machen, so wie es aussieht. Enough, we need to keep moving. Roger. Ab zum Dorf. Hallöchen. So, Enter Mission. Oh, es ist kein Dorf, sondern eine Mission. Muss auch noch designt werden, ist aber kein Problem. We entered the mission and were greeted by an old missionary. He rejoiced at the sight of new faces, as they had been out here for longer than he cared to remember. Gut, gut, wir könnten hier wieder über Nacht bleiben. Wir werden aber erstmal ein bisschen was traden. Was könnten wir denn mitnehmen? Wir könnten ein... Ja, das bräuchten wir eigentlich, ein First Aid Kit, weil es kann gut sein, dass wir wieder angegriffen werden. Und dafür sind wir natürlich bereit, was abzugeben. Ich würde mal sagen, ein Seil reicht ihm beileibe nicht. Wie sieht's aus mit Munition? Ist ihm auch nicht... Ja, der gute alte Missionar weiß natürlich, was sich gehört. Und der will natürlich... waren das nicht 3 pro Seil? Ja. So. Huch, das war falscher Knopf. So, dann haben wir das passend gemacht. Dafür haben wir ein Medkit bekommen, ein First Aid Kit. Das nehmen wir mit. Dankeschön. We came to an agreement with the missionary. Stay overnight. Ach so, das war das. Das kostet nämlich ziemlich viel. Wir kamen zu keiner Übereinstimmung und deswegen lieben wir mal wieder. Wir müssen weiter. Er schickt uns ein Gebet, wünscht uns gute Reise und weiter geht's. So, hier könnten wir jetzt reingehen und dann kämen wir vermutlich wieder woanders raus, wenn wir eine Fackel hätten. Konnten wir aber gerade auch nicht kaufen. Das heißt, die Sache ist ein bisschen schwerer geworden. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ordentlich Strecke machen. Deswegen würde ich mal vorschlagen, ihr wisst vielleicht das Prinzip, je weiter man geht, desto weniger kostet die Strecke an sich. Und deswegen werden wir jetzt auf einmal 16
Strecke machen. Oh oh. Und da sind wir auch schon in die Nähe eines Tigers gekommen. Und hier ist sonst nichts, was natürlich gar nicht so gut ist. Aber wir könnten mal versuchen, uns hier vorbeizuschleichen. Ach, schläft der Tiger? Okay, er hat uns, glaube ich, gesehen. Er ist schon ein bisschen nervös. Wir könnten den Tiger gleich konfrontieren. Aber ich würde sagen, wir hauen lieber ab und gucken mal, ob wir hier irgendwie durchkommen. Weil hier sind ein paar Fragezeichen. Wobei unser Kompass ganz klar sagt, geh nicht da hoch in die rechte Ecke, sondern wir müssen weiter nach links. Ich glaube, uns bleibt aber keine andere Wahl, außer hier rüber zu gehen und zu hoffen, dass wir uns hier irgendwo ausruhen können. Denn unsere Sanity ist verdammt tief. Gut, wir haben hier noch zwei Whiskyflaschen. Dennoch. So, was haben wir eigentlich hier? Ein inaktiver Vulkan. Können wir da hin? Da kommt uns schon auch der Tiger hinterher. Klemmt hier aber so ein bisschen am Berg fest. Das ist schon mal gut. Okay, hier haben wir... Wunderbar. Oh, da wären wir schon tot. Krass. Okay, bis hierhin schaffen wir es noch. So, das heißt, wir müssen jetzt eine Whiskyflasche nehmen. Stopp, stopp, stopp. So, Sanity 25 geht klar. Und weiter geht die Reise. Ich glaube, den Tiger haben wir einigermaßen abgehängt, aber da kommt schon auch schon die nächste Hyäne. So, und da werden wir auch wieder tot. Das heißt, wir müssen die nächste Whiskyflasche zu uns nehmen. So, Gott sei Dank, das hat uns gerettet. Jetzt geht's zum Dorf und da müssen wir dringend schlafen. Und da würde ich sagen, verzichten wir... Oh, 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 oh. Da kommt die Hyäne jetzt aber beträchtlich nah. Vielleicht können uns ja die Eingeborenen helfen, weil noch haben wir einigermaßen gute Reputation. Es ist eine Mission. Nein, ich dachte, das wäre ein Dorf. Das heißt, wir können da nicht umsonst übernachten. Wir müssen aber übernachten. Und der will 30 von uns. Ach so, stopp. Stay overnight. Ja, der will 30 von uns. Wow, okay. Das ist viel. Oh mein Gott. Jetzt sind wir dran. Und die Karte haben wir auch nicht benutzt. Okay, aber der füllt uns richtig viel Sanity auf. Okay, das ist natürlich super. So, with his pockets filled, he allowed us to rest overnight in the comforting safety inside the mission walls. The priest scurried off and quickly came back with several bottles of whiskey. Ja, eine davon haben wir ihm gegeben. Which he wanted to share with us. Jetzt könnte es natürlich sein, wenn wir die mit ihm trinken und er... Ich glaube, das macht uns kaputt. Oder der klaut uns, beklaut uns. Auch wenn es ein Missionar ist. Ich würde ja gerne mit ihm trinken. Ich glaube jetzt einfach mal an das Gute des im Menschen, besonders weil es eigentlich ein Missionar ist und der ziemlich einsam ist und der einfach mal jemanden hat, der mit dem er was trinken kann. Wir trinken was. We accepted his offer and passed the whiskey around. It was a good vintage and we enjoyed the evening immensely. Allerdings, Captain Henry Oliver had too much of the beverage before he fell asleep and slept with a smile on his face. Okay, er ist vornübergefallen und schläft nun mit einem Grinsen in seinem Gesicht. Wunderbar. Good morning, everyone. Guten Morgen. After a well-deserved rest, we were ready for new adventures. The priest asked if he could be of further assistance to us. Nein, danke, das war sehr freundlich. We shook hands and he muttered a prayer for our health. Then it was time to move onwards towards new adventures. Das ist wohl wahr. Und wir sind komplett eingesperrt. Und werden jetzt versuchen, hier hochzugehen, um dort in die Höhle zu kommen und irgendwo anders wieder rauszukommen. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was uns bleibt. Das ist wirklich eine harte Mission. Und hoffentlich frisst uns die Hyäne nicht. Oh oh. We were attacked by a group of hyenas. Und wir können nichts anderes machen, wie wegrennen, weil wir haben gerade eben unsere Munition dem Missionar gegeben. Ja, ich würde sagen... Run, run, run. We managed to escape. The group was scared and exhausted afterwards. Okay. Sanity minus 10. Das hat es uns also schon mal gekostet. Und wir düsen weiter und hoffentlich kommt er nicht wieder hinter uns. Nein, wunderbar. Was ist das?
Stone Circle. Waterfall. Das kostet uns aber 9, dorthin zu kommen. Wie weit brauchen wir zum Cave Entrance? 11. Was haben wir hier? Hügel. Ich würde sagen, wir müssen es unbedingt. Kommen wir daran oder müssen wir hier lang? Ich würde mal das hier mit versuchen. Wir müssen unbedingt in die Cave. Aber wir haben keine. Wir haben keine Fackel. Oder wir bräuchten ein Seil. Oh oh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so langsam. Ich glaube, das war's mit unserer Mission. Weil wenn wir es hier rüber schaffen, ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist eine Mission. Und wir haben absolut gar nichts zu handeln, außer unsere Pistole. Aber die wird vermutlich auch nicht reichen. Hier könnten wir ein bisschen pennen im Geysir. Da haben wir Stone Circles. Aber absolut keine Eingeborenen hier am Start. Tja. Mit einer letzten Anstrengung würde ich sagen, versuchen wir es nach hier unten und hoffen, dass hier ein Dorf ist. Vermutlich werden wir jetzt erstmal von der Hyäne gefressen. Meine Güte, haben wir Glück. So, und da sind wir schon tot. Und wir haben eigentlich auch nichts anderes mehr. Jetzt können wir noch hier hinlaufen. So, da hätten wir ein Old Camp. Wenn wir aber dahin laufen, sterben wir. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Wir klicken einfach dahin. Und. Tja. This morning we suffered a great loss. We found Lachlan McLean dead on the ground. Everyone was shocked and confused. I fear that someone might have strangled him, but I could not find any evidence. So sieht's aus. Dann ist also jemand von uns gestorben. Und wenn wir weiterziehen, wird wieder jemand von uns sterben. So sieht's also aus. Aber wir haben keine andere Wahl. As the sun rose, we realized that Captain Henry Oliver was not with the Trek anymore. He must have sneaked away in the night. This was in itself already problematic, but he stole some of our precious equipment. Also nicht nur, dass der Typ schon mal von uns abgehauen ist, ne, weil er sich mit ihm gestritten hat, jetzt klaut er auch noch einfach unser komplettes restliches Inventar. Großartig. Continue. Das heißt, wir haben gerade gar nichts außer ein Esel, ein Dromedar und, ach nee, das ist ein Kamel. Und, okay, Explore Camp. So, we found an old campsite. It must have been here for a long time. The few mortal remains were long rotten and overgrown by a voracious plant life. Wir untersuchen natürlich die Gegend. Hat 3 Tage gedauert und wir haben eine Fackel und Whisky bekommen. Yippie! Das rettet uns erstmal. Wir nehmen natürlich alles, ist klar. Okay, let's go. Dann würde ich sagen, wir können nämlich nirgendwo hingehen. Wir müssen dringend eine Flasche Whisky trinken. Und wir machen uns auf die Socken nach, na klar, irgendwie nach unten, denn wir haben keine andere Wahl. Hoffentlich wäre hier nicht Pyramide gewesen. Gut, wir laufen einfach mal hier lang. Und hoffen, dass wir was Schönes entdecken. Hier haben wir eine Steinstatue. Dort haben wir einen Wasserfall. Da gehen wir hin, in der Hoffnung, dass wir dort pennen können. Da kommen wir auch so gerade noch hin. So, Explore. Ja, der Wasserfall war wirklich sehr schön. Und wir resten natürlich über Nacht. We settled down, allowing everyone to rest. The sound of drums echoed through the night as we sat by the campfire. I could not lose the feeling that they were talking about us. Das könnte durchaus sein, denn wir sind ja schon einigermaßen rumgekommen und wir schlafen ein Ründchen. Gut, 3 Tage, 22. The next morning we woke up to the gentle noise of the falling water.
Und ich würde sogar sagen, wir schlafen nochmal in der Hoffnung, dass es nicht was passiert. We settled down, allowing everyone to rest. The night was bleak and everyone was seemingly worn down. We had to do something. The man needed some progress to not lose faith in our adventure. Ja, jemand ist schon gestorben, der andere ist schon abgehauen. Der Einzige, der da ist, ist eine Frau und zwei Kamel und ein Esel. Und ich glaube, der Esel ist auf jeden Fall ein Mann. Bei dem Kamel habe ich keine Ahnung. Von dem her schlafen wir einfach mal ein Ründchen. So. Wir haben wieder 20 dazu bekommen, das ist schon mal gut. The next morning we woke to the gentle noise of the falling water. Wunderbar. Leaven mal eine Runde. Und weiter geht's. Keine Ahnung wohin. Ich habe so ein bisschen auch, mich hat so ein bisschen auch der Mut verlassen, der Abenteuermut, aber wie heißt es so schön, immer gut durchhalten. Ich würde sagen, wir müssen in diese Richtung gehen. Könnte sein, dass wir hier tatsächlich noch was finden. Und ja, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen durch. So, hier haben wir einen Geysir. Da können wir jetzt nicht viel machen. Wir müssen eher Strecke zurücklegen. Nochmal 13. Und wir haben die goldene Pyramide gefunden. Oh mein Gott, aber so mit allerletzter Kraft, würde ich mal sagen. Haben extrem viele Tage gebraucht, 105. Und haben nichts im Inventar. Wir können so froh sein, dass wir überhaupt irgendwie durchgekommen sind einigermaßen. Und dann explorieren wir mal diese Pyramide. A majestic golden pyramid rose above the jungle. I found the goal of my journey. Finally. Enter the pyramid. After weeks of traveling before I overcame me, I knew that my new name, that my name would be forever remembered. Wunderbar. Und dann choosen wir natürlich einen Perk. Und ja, wir können entweder einen Heavy Carrier mitnehmen, was uns nichts bringt, weil wir viel zu wenig Ruhm haben, um uns etwas zu kaufen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Raum. Dann könnten wir Waterproof nehmen oder Good Reputation. Bei diesem Mal hatten wir echt extrem wenig Dörfer am Start. Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Glück, deswegen würde ich sagen, nehmen wir doch mal den Good Reputation Perk, weil dann starten wir mit mehr Reputation, können uns dann vielleicht auch erlauben, mal eine Statue mitgehen zu lassen oder ein goldenes Messer. Und wir brauchen dringend mehr Reputation, um uns wieder ordentlich Leute ans Start zu bringen und Ausrüstung zu besorgen. Deswegen würde ich sagen, Deal, good luck on your future expeditions. Vielen Dank, wir finishen die Expedition. Schauen uns nochmal kurz die Zusammenfassung an. Current Fame 14, ja echt extrem total schlecht. 120 goldene Pyramide, wie viele haben wir gefunden? Ein Butterfliegen nur 3. 105 Tage gebraucht, 35 New Fame. Oh mein Gott, okay, fast gar nichts mehr. Und ich würde sagen, wir finishen die Expedition. Wunderbar. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Looming Desert. Wie nice ist das denn? Da freue ich mich schon drauf. Ihr euch hoffentlich auch. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Und schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder auch nicht, was ich verbessern sollte. Oder wie ihr das Spiel findet. Habt ihr es selber vielleicht schon gespielt? Ab damit in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!